Der Nissan Leaf ist ein sehr gutes Elektroauto und das nicht seit gestern, sondern schon in der zweiten Generation. Doch es kam immer wieder Kritik hoch und zwar, man will mehr Power. Nissan ist auf diesem Ohr nicht taub und bringt den Nissan Leaf als Nissan Leaf E+ mit 217 PS und natürlich auch viel mehr Reichweite. Der Nissan Leaf der zweiten Generation ist ein echtes Darling. Sogar die Wahl zum beliebtesten Elektroauto Europas hat er schon mal gewonnen. Der Leaf scheint also die richtigen Knöpfe zu drücken. Doch der Markt verlangt nach mehr, nämlich noch mehr Power, mehr Reichweite und mehr Goodies. All das hat Nissan genommen und hat daraus was gezaubert, nämlich den Nissan Leaf E+. Dank eines cleveren Package findet man innen jede Menge Platz. Gute Materialien und das typische Nissan-Design tropfen ihm quasi aus jeder Pore. Bisher gab es den Leaf ausschließlich mit 150 PS und 40 Kilowattstunden Batterie. Ein Setup, das bis zu 270 Kilometer Reichweite anbot. Doch mit dem Zusatz E+ wird aus dem ohnehin schon nicht langweiligen Leaf eine Art Super Leaf. Denn jetzt steckt auf Wunsch eine 62 Kilowattstunden große Batterie im Leaf. Bis zu 385 Kilometer Reichweite nach WLTP-Testzyklus verspricht Nissan. So ganz nebenbei gewinnt man natürlich auch Power, denn jetzt stehen 217 Elektro-PS zur Verfügung. Das reicht für 7,5 Sekunden von 0 auf 100. Allerdings mit dem Nissan Leaf E+ verliert man auch etwas, nämlich, ist gar nicht so tragisch, es ist nur die Basisausstattung. Den E+ gibt es nämlich nur mehr als Techner oder aus N-Connector. Komische Namen, heißt aber, der Techner fängt an bei 44.700 Euro ohne Förderung. Man sieht jetzt aber die 17 Zöller auf den Felgen. Man könnte jetzt denken, ja, man hat jetzt einen Nismo, einen kleinen. Das ist dann auch nicht der Fall. Und ich denke, dieser Mix ist auch ganz gut für die Käufer des E+. Weil man will ein Auto, das sehr gut Power hat, also mit 217 PS ist ja einiges dabei. Allerdings will man nicht die Härte eines Sportwagens. Somit ist die Kombination aus Komfort und Leistung eigentlich ganz gut getroffen. Sportler ist er deswegen halt keiner, aber ein durchaus ambitionierter Beschleuniger. Elektrotypisch drückt einen der Leaf E+ mit Nachdruck in die weichen Sitze. Doch eigentlich liegt man mit dieser Fahrweise schon mal grundfalsch. Klar, der Nissan Leaf E+ kann auch flott bewegt werden. Doch sein größtes Talent liegt wo ganz anders, denn das Fahren ist wesentlich entspannter. Vor allem, wenn man dann noch die Souveränität von 217 PS dazu zählt, weil die bringt der Leaf E+ mit. Somit würde ich mal sagen, mit 380 Newtonmeter, rein elektrisch, leise, guter Tag, wirklich guter Tag. Nissan ist ein echter Vorreiter bei Elektrofahrzeugen. Dabei wurde der erste Leaf sogar von der Konkurrenz ein wenig belächelt. Dass man heute mit der zweiten Generation alle Preise und Sympathien einfährt, wusste anfangs natürlich niemand. Umso mehr freut sich Nissan heute darüber. Ja, wir haben vor 10 Jahren angefangen mit dem ersten Leaf. Wir haben gesagt, wir sind Pioniere, wir fangen an damit. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass Elektromobilität in die Köpfe der Leute allmählich kommt. Alle Hersteller ziehen nach. Die Größen haben jetzt bewiesen, dass es der Weg der Zukunft ist. Und ich glaube, wir haben den Weg geebnet und jetzt geht es weiter. Nissan Leaf empfiehlt sich als echter Vollanbieter. Als E+ sogar noch ein wenig mehr als bisher. Denn wo dem kleinen Leaf noch manchmal die Puste ausgeht, macht das E+ Modell noch lustig weiter. Mit der Erstarkung von Batterie und Antrieb in Kombination mit Nissans Intelligent Mobility Lösungen macht der Leaf E+ einen besonders erwachsenen Eindruck. Der neue Nissan Leaf E+, also der mit dem großen Motor, mit der großen Batterie. Klar, da wird geworben mit 217 PS, 380 Newtonmeter Drehmoment. Aber was mich eigentlich berührt, ist es die Batterie. 62 Kilowattstunden hat man jetzt. Die kann man voll tanken oder besser gesagt voll laden und kommt damit laut Werk 385 Kilometer. In Realität bedeutet das 320 Kilometer. Und zwar normal gefahren, mal schneller, mal langsamer. Guter Durchschnitt und das ist dann schon mal eine Distanz, mit der kann man im Alltag recht gut leben. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben.
Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag. Na, stimmt nicht, aber was ich habe ist die Willhaben-App. Und damit habe ich mir gleich diese Schönheit angelacht. Einen Ford Mustang GT, allerdings nicht irgendeinen, sondern ein super limitiertes Bullet-Modell. Die Wertsteigerung ist hier fast schon garantiert, denn die Bullet-Modelle sind eigentlich alle innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Er bringt 460 PS mit und dazu natürlich Bullet-Logos, um an den berühmten Steve McQueen Mustang aus dem Film Bullet zu erinnern. Ich sage euch, wäre meine Garage nicht schon voll, dann würde ich mir den Bullet Mustang schon ernsthaft anlachen wollen. Der Wagen steht übrigens beim Autohaus Witz in Feldbach in der Steiermark. Und gefunden habe ich's natürlich mit der Willhaben-App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin haben wir ein ganz ein feines Gewinnspiel. Und zwar, es gibt ja das Printmagazin von Go. Und das liegt bei jeder Tourmülltankstelle. Und eure Aufgabe ist es jetzt, ein Foto machen mit dem Magazin in der Hand, das posten bei uns auf Facebook und dann gibt's was zu gewinnen. Was das ist? Das gibt's auch auf der Facebook-Seite. Einfach mal reinklicken, mitspielen und gewinnen. So, von meiner Seite war's das jetzt aber. Servus und Baba. Nächste Woche in Go, wir fahren den Audi S4 Avant und wir entern die letzte Meile im neuen Ford Tourneo Custom Plug-in. Also, bis nächste Woche. Go, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Anger!